Der 1. Mai, der Tag der Arbeit, wurde auch in diesem Jahr in der Kornmesserstadt gebührend gefeiert. Bruckerinnen und Brucker, politische Vertreter und Sportler fanden sich bereits in den frühen Morgenstunden am Kollermann-Wallisch-Platz ein, um gemeinsam diesen für die Arbeitnehmerschaft so bedeutsamen Tag zu feiern. Ja, der 1. Mai wurde 1890 das erste Mal gefeiert und immer ist es darum gegangen, die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu verbessern, die Arbeitssituation zu verbessern, das soziale Netz zu verbessern. Heute müssen wir darum kämpfen, für eine großartige Beschäftigung, für soziale Absicherung. Und daher ist es auch notwendig gewesen, dass unser Haushalt, unser Budget im Land Steiermark nicht aus den Fugen gerät, dass wir dieses Sparpaket machen und trotzdem die soziale Absicherung unseres Systems weiterhin möglich ist. Kulinarisch wurde den Besuchern auch in diesem Jahr wieder der traditionelle Brennsterz mit saurer Milch aufgetischt und für einen musikalischen Ohrenschmaus sorgten der Eisenbahner Musikverein sowie das Blasorchester der Stadtgemeinde Bruck. 109 Jahre, 37 Meter hoch und 42 Zentimeter Durchmesser, so die Daten des Brucker Maibaums 2011. Mit vereinten Kräften wurde er sicher am Kollermann-Wallisch-Platz verankert. Der Trachtenverein Rossecker, Madaecker und eine internationale Tanzformation aus Kroatien begrüßten den Maibaum an seinem neuen Standort mit einem zünftigen Tänzchen. Tradition und Brauchtum werden in Bruck großgeschrieben. Auch die deutschen Gäste aus der Partnerstadt Hagen zeigten sich begeistert. Wie gefällt es Ihnen hier in Bruck an der Mur, diese Maifeier? Sie ist anders, als wir das kennen von zu Hause aus. Vielleicht sogar etwas weniger politisch, dafür ist das Brauchtum hier ausgeprägter. Ich denke, man sieht, dass die Bürgerschaft hier zusammenhält. Wir sind beeindruckt von dem Maibaum. Ich habe schon Bernd Rosenberger gesagt, da können wir nicht mithalten, da setzen wir eher Maibäumchen. Und insofern gefällt es uns sehr gut. Ebenfalls am Hauptplatz der Start des Brucker Radwandertages. Viele nützten diesen wunderschönen Frühlingstag für eine gemütliche Radtour entlang der Mur. Und sportlich ging es auch am Nachmittag weiter. Trotz kurzer Regenschauer kamen unzählige Besucher zum sportlichen Kinder- und Familienfest auf die Brucker Muinsel. Es gefällt mir sehr gut da. Und schön ist vor allem, dass wir für die Kinder was machen. Das ist ein ganz toller Platz. Mir gefällt es gut, weil man da Wavebahn kann. Wird ja nicht langweilig, oder? Nein. Ein weiterer Programmpunkt für die etwas Größeren, die Landesmeisterschaft im Steinheben. Muskelbepackte Männer und Frauen stellten ihre Körperkraft unter Beweis. Und wem 350 Kilogramm Steinheben noch immer nicht anstrengend genug war, der konnte sein Glück im Anschluss beim LKW-Ziehen versuchen. Der 1. Mai in Bruck ist eben nicht nur der Tag der Arbeit, sondern auch der Tag der Familien und des Sports. Also es war wieder ein Familienfest, ein Fest für die gesamte Bevölkerung. Und wir bemühen uns ja jedes Jahr im Zeitlauf dementsprechendes anzubieten. Auf der einen Seite muss es auch um den 1. Mai gehen, um den Tag der Arbeit. Auf der anderen Seite natürlich wollen wir mit Volkstanz, mit Volkskultur, mit Sportveranstaltungen auch dementsprechend der Bevölkerung bieten. Und so war es auch heuer wieder. Wir haben einen wunderschönen Maibaum wieder eingeholt und ihn von unseren Trachtenvereinen aufstellen lassen mit Tanz und Spiel. Der Europatag, der am 8. Mai eines jeden Jahres gefeiert wird, international, war bei uns auch wieder zu Gast mit einer Tanzgruppe aus einem benachbarten Ausland. Und wir haben eine große Sportveranstaltung am Nachmittag, vor allem auf der Murinsel, abgehalten. Mit der österreichischen Meisterschaft im Kraftsport zum Beispiel. Auch das gehört auch dazu. Wir wollen aber auch ganz bewusst des 1. Mai gedenken, als vor über 120 Jahren damals die Arbeiterschaft um den 8-Stunden-Tag gekämpft haben, um die Besserstellung der arbeitenden Menschen gekämpft haben, um mehr Urlaub und so weiter. Und das darf nie vergessen werden. Und auch wir in Bruck sind immer dabei, Jahr für Jahr darauf hinzuweisen, nicht klassenkämpferisch darauf hinzuweisen, sondern immer auch vor allem die Jugend darauf aufmerksam zu machen, um was es am 1. Mai auch wirklich geht. Den Kindern hat es gefallen. Sie freuen sich schon jetzt aufs nächste Jahr. Auf Wiedersehen! Menschen an der Mur. Die Stadt Bruck an der Mur.